Viele glauben, wenn man ein-, zweimal ins Fitnessstudio geht, dann wachsen die Muskeln. Doch das ist nicht so. Man kann auch zu Hause probieren, wie das ist, wenn man ganz einfach mit kleinen Gewichten arbeitet. Wie hier über eine Sessellehne gebeugt mit einer 10-Kilo-Hantel. Es sind zwar bloß 10 Kilo, aber wenn man diese 10 Kilo hebt, merkt man, es wird immer schwerer. Und der Trick dabei ist, man arbeitet den Muskel richtig hart. Man hört nicht nach 5 bis 10 Wiederholungen auf. Man macht ganz einfach 20, 25 Wiederholungen, bis man merkt, der Arm geht nicht mehr hoch und das Gewicht ist nicht mehr zu heben. So werden die Muskelfasern immer in Bewegung gehalten, gut durchblutet und der Muskel dankt's, er wächst. Jetzt merke ich schon, wie der Muskel zu brennen anfängt, obwohl ich ja noch gar nicht so viel gemacht habe und das Training eigentlich gewohnt bin. Aber das ist das Schöne, die langsame Kontraktion bringt den Erfolg. Und wer möchte nicht zum Schluss so einen Bizeps haben? Probier das mal.